Wenn wir einen Plot produzieren wollen oder ein Diagramm, sollten wir eine Reihe von Dingen beachten, die ich hier einmal besprechen möchte. Zunächst hat natürlich jeder Plot zwei Achsen, einmal die X-Achse und einmal die Y-Achse. Als nächstes muss dastehen, was auf den Achsen dargestellt ist. Also zum Beispiel hier Magnesium und auf der Y-Achse von mir aus Lanthan. Da muss noch dazu, in was für eine Einheit das angegeben ist. Also bei Magnesium zum Beispiel Gewichtsprozent und bei Lanthan wird es ppm, ist ein Spurenelement. Ppm ist aber nichts anderes als Prozent. Hier fehlt noch, was für ppm. In dem Fall meistens sind es dann auch Gewichts-ppm und dann sollte hier auch stehen Gewichts-ppm. Ansonsten wäre es auch möglich, dass es Atom-ppm sind oder sonst irgendwas. Ppm heißt einfach nur Parts per Million, so wie Prozent Parts per 100 heißt. Deshalb ist das Gewichtsprozent wichtig. Schließlich brauchen wir noch eine Skalierung. Auf der X-Achse Magnesium vielleicht von 10 bis 30 und hier dann Lanthan entsprechend. Außerdem ist es sehr nützlich, wenn das Diagramm einen Rahmen hat und nicht nur die beiden Achsen. Und auf diesen Rahmen ebenso Ticks. Also wenn hier auch diese Ticks sind, auf der X- und auf der Y-Achse. Warum ist das wichtig? Jetzt nehmen wir mal an, es gibt hier ein paar Punkte, die wir hier eintragen. Und jemand interessiert sich jetzt vielleicht speziell für den Wert dieses einen Punktes hier. Und jetzt ist es möglich, da auf beiden Seiten die Ticks sind, diese Ticks miteinander zu verbinden und so eine wirklich gerade Linie hinzubekommen und nachzuschauen, was für einen Wert dieser Punkt hat. Wenn man rechts die Skalierung nicht hat, dann würde man vielleicht versehentlich das leicht schief machen oder sowas, was man natürlich nicht möchte, denn dann wird der Punkt oder dann liest man den falschen Wert ab. Als nächstes braucht man eine Legende. Zum Beispiel Rot könnte ein Basalt sein. Und dann gibt es vielleicht noch ein paar zweite, manchmal so Dreiecke. Und das Ganze hier sind dieses grüne Peridotite. Und als letztes noch was Drittes, vielleicht eine zweite Gruppe von Peridotiten, das mache ich wieder Dreiecke. Dann habe ich so eine Art Symbol für Peridotite. Und schreibe die hier hin und das wäre mal R1 und das Ganze wäre R2. Nun zunächst, was ganz hilfreich ist, ist, dass wenn die Basalte hier oben sind im Diagramm, dass dann auch die in der Legende oben auftauchen. Das macht das Ganze einfach etwas lesbarer. Die Peridotite sind dann weiter unten, wie sie auch hier sind, und die gelben noch weiter unten. Wenn man es noch ganz detailliert machen will, dann könnte man auch die schwereren Farben nach unten setzen. Also im Grunde habe ich die Reihenfolge hier falsch rum gemacht, weil es einfach fürs Auge auch etwas angenehmer ist, wenn die schweren Farben etwas weiter unten sind. Wenn man dann ein zweites Diagramm hat, dann sollte man in dem zweiten Diagramm, damit es einheitlich bleibt, die gleichen Symbole verwenden. Das heißt, wenn man wieder diese Peridotite hat, dann werden wieder grüne Dreiecke, die Basalte werden wieder rote Punkte und diese anderen Peridotite werden wieder gelbe Dreiecke. Was ich auch sehr empfehle, was man als nächstes machen sollte, ist eine Plot-Unterschrift, also die Bildunterschrift. Und in die Bildunterschrift gehört eigentlich nur das rein, was man nicht direkt im Plot sieht. In dem Fall wäre es zum Beispiel R2. Was bedeutet R? Also würde man hier reinschreiben, R bedeutet Reservoir. Und das ist das, was unten in die Plot-Unterschrift kommt, nichts anderes. Also nur das, was nicht direkt in den Plot reingehört. Wenn man dann noch sagt, das sind alles Proben aus der Eifel, das kann man auch gut noch hier reinschreiben. Muss man auch nicht unbedingt unten hin machen, wenn der ganze Plot voll wäre mit Punkten beispielsweise, dann würde vielleicht Eifel hier nicht mehr gut reinpassen, weil das Punkte überlagern würde, dann könnte es auch in die Bildunterschrift. Also nur die Elemente, die nicht in den Plot reinpassen, tatsächlich in die Bildunterschrift. Wenn man das alles befolgt und von Beginn an so macht, wird man immer sehr schöne Abbildungen produzieren.